Hallo, auch bei Alverde gibt es jetzt ein neues Sortiment und zwar auch erst seit einigen Tagen. Und ja, natürlich stand ich wieder davor. Es sind jetzt gar nicht so viele neue Produkte reingekommen. Also eigentlich ein paar neue Farben zum Standardsortiment und eben ja, so ein paar wenige ganz neue Produkte. Aber ich dachte, ich mache trotzdem ein komplettes Video darüber, weil es vielleicht doch einige interessiert, was da so Neues gibt. Und ich würde sagen, wir legen auch direkt los mit so einer Mischmasch aus Haul, First Impressions und Review, weil ich das Make-up nämlich schon seit heute Morgen trage. Und ich kann so ein bisschen was dazu erzählen. Das erste, was komplett Neues im Sortiment ist dieser Stift hier. Das ist so ein Cover and Blend Stick. Der sieht ganz interessant aus. Der hat nämlich hier diesen kompletten Deckel. Darunter ist eben dieser Concealer Stift. Und dann hat er oben aber auch noch so einen kleinen Schwamm drin, mit dem man das so ein bisschen verblenden kann. Und als ich den im Laden geswatcht habe, da fand ich den richtig gut, weil er zwar ziemlich cremig ist, aber trotzdem so festcremig, dass er eben nicht so in die Fältchen kriecht. Und das fand ich eigentlich eine ganz interessante Kombination. Ich habe jetzt die Farbe 20, also die etwas dunklere Nuance. Ich finde sie gar nicht so schlecht auf der Haut. Ich habe sie heute nämlich auch ziemlich großzügig aufgetragen, also komplett über die Wangen- und Nasenbereich. Ich finde, man muss sie ziemlich gut verblenden und ich finde, das schafft man eigentlich nicht mit diesem kleinen Applikator, weil das doch so ein bisschen mühsam ist. Deshalb habe ich das dann zum Schluss auch mit den Fingern gemacht. Das war dann so ein bisschen einfacher. Im Laufe des Tages betont er so ein bisschen die Poren und setzt sich auch so ein bisschen unschön an diese Hautschüppchen ab. Deshalb glaube ich, ist er besser dafür geeignet, wenn man nur punktuell damit arbeitet, also auf einen Pickel gibt und dann so ein bisschen verblendet und nicht so wie ich heute über das gesamte Gesicht. Ansonsten habe ich dann noch dieses Puder hier mitgenommen. Das ist auch ganz neu, dieses Multikorrekturpuder. Das sieht ja himmlisch aus, finde ich. Also ich finde das hübsch. Das sind so drei verschiedene Farben, einmal grün, dann violett und einmal gelb. Und die sind so ein bisschen schimmernd. Also eigentlich könnte man, wenn man das möchte, einmal mit dem Finger hier zum Beispiel in dieses Gelbe reingehen und sich den quasi als Highlighter auftragen. Wenn ich den aber jetzt mit so einem großen Pinsel aufnehme, dann ist da eigentlich nicht so viel Schimmer, also nicht so krassen Highlighter-Schimmer, sondern eher sowas Natürliches. Und damit bin ich mir heute auch komplett über das Gesicht gegangen. Sieht ganz hübsch aus. Ich will aber noch nicht abschließend dazu irgendwas sagen. Also ich finde das Produkt nach wie vor sehr interessant und ich werde das in nächster Zeit auch noch weiterhin austesten. Vielleicht werde ich das dann auch nochmal so machen, dass ich wirklich die einzelnen Bereiche auf die bestimmten Partien im Gesicht gebe, wofür sie eigentlich gedacht sind. Hier steht nämlich zum Beispiel, dass der Grünton ja die roten Stellen wegnimmt, also jetzt zum Beispiel am Wangenbereich und die gelben die Äderchen. Ich habe ja hier so an der Schläfe so ein paar dicke, fette Äderchen. Und die lilanen Farben können Pigmentflecken ausgleichen. Ja, das könnte man ja vielleicht nochmal so punktuell austesten, aber so grob im Gesicht hat mir das eigentlich schon sehr gut gefallen. Dann das nächste ist was für die Augen, den trage ich heute an natürlich auch logischerweise. Und zwar ist es der Eyeliner. Das ist auch was ganz Neues, nämlich dieser Liquid Eyeliner. Der sieht auch recht süß aus, ein bisschen futuristisch. Ich finde, die Spitze ist ziemlich nicht dünn. Also der ist eigentlich so ein bisschen klobiger sogar noch. Sonst kennt man das ja doch eher, dass es ganz, ganz fein ist und je feiner, desto besser. Und bei dem ist es auch so, dass die Spitze ziemlich hart ist. Also ich weiß gar nicht, ob das so ein Schwamm-Applikator ist. Ich glaube noch nicht, weil es fühlt sich eigentlich fast so an wie so Plastik. Und ich habe auch so ein bisschen das Problem mit dem zu malen, weil er ziemlich flüssige Farbe abgibt und dadurch, dass eben diese Spitze ziemlich hart ist und nicht so richtig saugfähig, dadurch verschmiere ich mir eigentlich diesen Eyeliner, der ziemlich flüssig ist, immer hin und her. Dabei kriege ich dann so Striemen, die dann nicht mit schwarzer Farbe ausgemalt sind. Also ich weiß nicht, ob die Kamera das so einfangen kann, aber es sind halt diese Lücken drin, weil ich eben mit dieser harten Spitze nochmal über dieses Flüssige gegangen bin und mir das nochmal weggewischt habe, selbst quasi. Ja, so kann man das sehen. Ansonsten finde ich, dass die Farbe schön satt schwarz ist, wenn man sich da ein bisschen Mühe gegeben hat beim Auftragen. Es trocknet matt und hat bei mir im Laufe des Tages jetzt auch nicht abgestempelt auf die oberen Lider, was bei mir eigentlich öfters mal passiert, weil ich eben Schlupflider habe und das reibt ja ständig irgendwie an dem oberen Lid. Dann noch eine Sache habe ich mitgenommen und das ist diese Mascara hier. Und sag bitte, an welche Mascara erinnert dich dieser Flakon? Also ich verdecke jetzt mal den Namen von Alverde und dann würde ich sagen, ja, sieht das eigentlich aus wie von Catrice die Glamour Doll Mascara. Das hat mich sofort daran erinnert. Das ist aber jetzt die Alverde False Lashes Mascara und da stelle ich mir ja mal so wawawum Wimpern vor. Das Bürstchen ist ein Gummibürstchen, das ziemlich schmal ist, aber die Härchen sind in der Mitte so ein bisschen bauchförmig so aufgekugelt. Und ich finde das Auftragen mit ihr eigentlich ganz einfach. Ich finde, sie trennt die Wimpern sehr, sehr gut, also definiert sie ganz wunderbar. Volumen gibt sie
Nicht ab. Also ich würde sagen, komplett nicht. Verlängerung macht sie eigentlich auch nur bis zu einem bestimmten Grad. Und ja, falsche Wimpern habe ich mir jetzt einfach ein bisschen anders vorgestellt. Erfüllt diese Mascara jetzt für mich leider nicht, aber sie hält den Schwung ganz gut und definiert sie eben komplett. Also für alle, die diesen natürlichen Wimpern-Look haben möchten, die sind, glaube ich, damit dann sehr zufrieden. Aber alle, die ein bisschen mehr haben wollen, werden damit nicht glücklich werden. Dann noch etwas Neues ist hier dieses Duo Augenbrauen-Puder. Das gab es nur in diesen beiden Nuancen. Also es gab keine für Blonde, keine für Dunkelhäutige, sondern wirklich nur dieses eine Päckchen hier. Und da ist auch ein Pinsel mit drin. Mit dem habe ich heute auch gemalt. Hat super funktioniert mit der schrägen Seite. Diese helle Farbe hier unten gibt bei mir eigentlich so gut wie gar keine Farbe ab. Und hier hinten steht eigentlich, dass man die sogar fürs Highlighten benutzen kann unter der Augenbraue. Aber dafür ist sie mir dann auch irgendwie wieder zu dunkel. Diese dunklere Farbe finde ich eigentlich ganz gut. Also ich finde, sie passt jetzt meine Haarfarbe sehr gut. Aber ich weiß nicht, ob sie jetzt allen anderen Haut- und Haartypen passen würde. Ich denke mal eher nicht. Aber ich bin sehr zufrieden damit. Bei mir wirkt die Farbe auch nicht zu so markant, sondern so schön weich und ja, es gliedert sich schön ein in mein Gesicht. Und das war's auch schon. Das waren so die Produkte, die ich mir neu angeschaut habe. Vielleicht hat dich ja das eine oder andere schon interessiert und wolltest dazu greifen. Schreib mir gerne deine Meinung zu den Sachen, falls du sie selbst schon getestet hast. Ansonsten verlinke ich noch meine beiden letzten Videos und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.